Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder eine Stunde nach Mitternacht. 1 Uhr, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Hat euch vielleicht ein Ereignis zum Beispiel so aus der Bahn geschlagen, dass ihr von euch sagt, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich bin jetzt ein anderer als vorher. Seid ihr vielleicht im Moment in einer solchen Phase oder gab es das mal, dass irgendetwas passiert ist und ihr ja quasi ausgerastet seid oder ein Blackout, wie man das nennt, gehabt habt und hinterher dann gesagt habt über euch selbst, ich habe mich in dieser Situation nicht wiedererkannt. Also, das Thema heißt, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann nur zu Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Manuela und Manuela ist 36. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ja, die Situation habe ich jetzt. Erzähl. Ja. Ich habe letztes Jahr eine Frau kennengelernt im März. Mhm. Ich stehe auf Frauen, muss ich dazu sagen. Mhm. Die habe ich letztes Jahr im März kennengelernt. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch einen 1-Euro-Job gemacht. Mhm. Ich bin arbeitslos, schon über 2 Jahre. Vom Arbeitsamt beziehe ich das Geld. Mhm. Im März hatte ich noch diesen 1-Euro-Job. Es ging mir noch relativ gut. Und in diesem Job habe ich diese Frau kennengelernt. Die ist 3 Jahre jünger als ich. Ja. Was ist das? Was war das für ein Job? Das war bei der Stadt, beim Ordnungsamt. Ah ja. Mhm. Und der hat mir auch ziemlich großen Spaß gemacht und dadurch, wie gesagt, habe ich diese Frau, diese Susi, kennengelernt. Mhm. Das klappte 3 Monate, war ziemlich gut alles. Mir ging es auch gut, bis dass ich im Mai nicht mehr tätig war in diesem 1-Euro-Job und war sehr, sehr traurig darüber. Und dann ging es psychisch auch mit mir bergab. Mhm. Sie hat mich immer unterstützt, wo sie nur konnte. Sie hat mir im Prinzip immer die Hälfte von ihrem Geld, was sie verdient hat, was zum Schluss noch übrig bleibt, bis heute immer geteilt. Mhm. Sie teilt immer noch bis heute noch mit mir das Geld. Bis heute bin ich, wie gesagt, joblos, keine Arbeit. Ja. Sie unterstützt mich immer noch. Ja. Und seit Mai, Juni letztes Jahres empfinde ich halt für die Frau nichts mehr, gar nichts mehr. Aber ich bin halt irgendwo trotzdem immer noch mit ihr zusammen, wegen des Geldes eben. Weil ich keinen anderen Ausweg finde. Verstehe. Eine Arbeit zu finden ist heutzutage sehr, sehr schwer. Wie? Was heißt zusammen? Wohnt ihr auch zusammen? Nein, sie hat eine Wohnung, ich habe eine Wohnung, getrennte Wohnung. Aber ihr seid offiziell zusammen und du spielst das auch so? Ja, sicherlich, irgendwo. Nur ich muss dazu sagen, dass wir nichts Gemeinsames mehr, wir machen eigentlich nichts Gemeinsames. In der Woche, sie ist arbeiten. Ich bin im Fitnessstudio, Wochenends läuft eigentlich gar nichts mehr, also es ist Flaute. Also auch kein Sex mehr? Kein Sex mehr, nein, gar nichts mehr. Das geht eben auch bedingt über meine Person, ich möchte das auch nicht mehr. Aber das muss sie dann doch auch irritieren. Ja, sicherlich. Fragt sie nicht, was ist? Was? Doch, das fragt sie heute, weil ich muss dazu sagen, ich habe vor 3 Monaten, also wir haben jetzt, was haben wir jetzt im September, also 3 Monate davor, da habe ich eine Frau im Internet kennengelernt, die Petra. Und wir sind ein Level. Es ist das Funk, das war toll, das ist schön, das ist keine Ahnung. Sie war hier gewesen, sie kommt jetzt auch morgen wieder. Das heißt, du hast dich verliebt? Ja, wir beide. Auf Anhieb sofort. Wie viel Geld kriegst du denn von deiner, ich nenne sie mal Ex-Freundin? Das ist unterschiedlich. Also, was heißt unterschiedlich? Sie hat noch nebenher einen 400-Euro-Job. Ja. Und was uns natürlich auch noch zugute kommt, weil wir auch beide rechnungstechnisch, sie war... Okay, keine lange Ausschweifung. Wie viel Geld kriegst du von ihr im Monat? Ja, so 250, 300 Euro. Ja. So ungefähr. Die schenkt sie dir so einfach? Ja, genau. Ja. Ich muss sagen, für sie ist das jetzt nicht... Mich wundert das, dass sie das tut, obwohl sie ja selbst auch merkt, dass die Beziehung überhaupt keine Beziehung mehr ist. Es wundert mich auch, Domian. Vielleicht macht sie es in der Hoffnung, dich so irgendwie halten zu können. Kann das sein?
Auch, ja. Hast du das Gefühl, dass sie an dir mehr interessiert noch ist? Das definitiv. Ich bin ja ihre Traumfrau schlechthin. Also. Ich weiß auch, sie würde von ihrer Seite würde sie nicht Schluss machen. So, jetzt sagst du, ich erkenne mich selbst nicht wieder, dass ich so etwas tue, obwohl keine emotionale Bindung da ist, bin ich mit der Frau zusammen und halte die Hand auf. Hm. Ne? Genau. Weil es ist mir erstens in meinem Leben noch nie passiert und zweitens, weil ich eigentlich auch von Grund auf ein ehrlicher Mensch bin. Mhm. Ich bin nicht so, wie ich jetzt bin. Mhm. Und auf welcher Basis gibt sie dir eigentlich das Geld? Wirklich geschenkt oder sagt sie, pass auf, das ist quasi so ein zinsloses Darlehen? Nein, geschenkt. Geschenkt. Ja. Mhm. Für sie ist das, wir sind zusammen und das gehört in der Beziehung dazu, dass der eine dem anderen hilft. Punkt. Ja. Heuchelst du Liebe vor? Ich sag mal so, ein bisschen. Wenn sie mich zum Beispiel jetzt küssen möchte oder so, ich lasse es über mich ergehen. Ja. Und das ist verdammt schwer. Also ich habe... Ich habe gar nichts zu knabbern. Mhm. Aber ich weiß, wenn ich mit ihr Schluss mache, habe ich kein Geld. Das Geld, was ich beziehe, da gehen die ganzen Rechnungen ab. Mhm. Und ich wäre im Prinzip dann nichts. Ich hätte kein Geld. Mhm. Ne? Und Und ich mache jetzt auch schon 2-3 Nächte nicht, weil das... Naja, 2-3 Nächte, das geht ja nur schon lange so, ne? Es geht lange so, nur, ich muss dazu sagen, die Petra, die ich jetzt kürzlich kennengelernt habe, das geht ja 3 Monate. Ja. Und sie kommt jetzt, wenn sie morgen hierher kommt, ist sie das dritte Wochenende hier. Mhm. Und das ist so intensiv mit uns, das ist so schön. Mhm. Und kriegt denn Susi, also deine ehemalige Freundin, weiß die von der neuen? Nein. Die weiß das nicht? Nein. Das heißt, da ist auch noch eine Lügengeschichte. Auch noch. Ja, so kann man nicht leben, Manuela. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, das lässt sich jetzt leicht gesagt sein. Und ich nehme das auch sehr ernst, wenn du sagst, ich brauche die Kohle. Aber das ist keine Grundlage, finde ich, so darf man es nicht machen. Ich glaube auch, dass du dir nicht wirklich ins Gesicht gucken kannst, im Spiegel. Nicht wirklich. Mhm. Nicht wirklich, weil... Denn das Gewissen meldet sich ja schon. Ja. Ne? Also, du hältst sie irgendwie so du hältst sie irgendwie so ein bisschen warm, damit du deine Kohle bekommst. Wenn es nicht mehr um die Kohle ginge, hättest du die Frau schon längst in den Wind geschossen. Ja, definitiv. So, und das ist das Schlimme. Ja, genau. Das finde ich schlimm. Ja. Ich weiß finanziell natürlich keine andere Lösung jetzt. Und entsprechend kann ich ja groß reden. Aber moralisch gesehen finde ich das eine verwerfliche Konstruktion, in der du da bist. Ich sag mal, dass du raus musst. Da musst du oder über kurz oder lang raus. Ich würde selbst von meiner Seite auch bezeichnen, das ist eine Sauerei, was ich da mache. Ja. Das würdest du umgekehrt ja auch nicht haben wollen, dass jemand mit dir so etwas macht. Ganz genau. Andererseits kann man natürlich auch fragen, warum macht die andere das mit? Die muss das ja auch kapieren, was da abgeht. Ja. Aber das müsste ich mit ihr persönlich besprechen. Jetzt geht es ja um dich. Ja. Und hier ist die Frage, warum machst du es? So. Ja. Jetzt ist natürlich die nächste Etappe, wenn sich das verdichtet mit deiner neuen Freundin. Ja. Und das ist ja jetzt schon so weit. Ich habe ja schon 2-mal Wochenends immer was vorgegaukelt, wo ich bin, was ich mache. Mhm. Der Ex-Freundin schimpft mal jetzt immer, so wie du es schon gesagt hast. Ja, ja. Morgen kommt diese Petra wieder. Jetzt muss ich mir für morgen, für dieses Wochenende wieder was anderes einfallen lassen. Mhm. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht wenigstens mit der Petra schon mal darüber reden soll. Das wollte ich gerade fragen. Weiß Petra um diese komische Sache? Nein. Nein. Ja, natürlich. Du kannst ja nicht an allen Seiten irgendwelche Lügen aufblasen. Eben. Also fang mal zumindest da an. Aber hoffentlich nicht mit so einem Beigeschmack, dass es irgendwie so durchklingt, dass die Petra dich unterstützen soll finanziell. Nein, um Gottes Willen, das will ich nicht. Ne? Du darfst nicht vom Regen in die Traufe kommen. Ja, das ist richtig. Nee. Also Manuela, ich finde, dass du da raus musst. Aber das weißt du ja selbst wahrscheinlich auch. Ja. Und alleine für deine Selbstachtung ist es gut. Und wie du das dann hinkriegst mit der Kohle, ja, das ist natürlich ein großes Problem, das ist mir schon klar. Aber versuch als Ziel das vor Augen zu haben, dass du da eine saubere Ebene für dich hinkriegst in deinem Leben. Mhm. Hm? Aber mit der neuen Freundin schon mal darüber zu sprechen, finde ich auch, ist zumindest ein Anfang und einen ersten Schritt. Ja, weil ich muss auch dazu sagen, der Gedanke fiel mir etwas leichter, weil ich in der Annahme bin, dass das Kennenlernen so intensiv, das ist ja so intensiv,
wir befinden uns beide auf einer Ebene, wir verstehen uns, wir haben den gleichen Humor, es passt einfach. Und deswegen gehe ich einfach mal von aus, wenn ich ihr das erzähle, dass ich nicht wirklich die Angst hätte, dass sie sagt, okay, pass auf, mach mir erstmal einen Schlussstrich, sieh du erstmal zu, dass du mit der Ex-Freundin erstmal da klarkommst, lass mich aus dem Spiel. Ich gehe mal eher davon aus, dass sie mich vielleicht auch versteht. Wir werden sehen. Ich hoffe. Aber auf jeden Fall ist es gut, nicht an der neuen Baustelle auch noch mit Lügen zu hantieren. Ne? Okay. Liebe Manuela, toi toi toi. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. So, liebe Freunde, unser Thema heute Nacht heißt, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass er in einer Situation, ich glaube das zumindest, jeder von uns war doch schon mal in einer Situation, wo er irgendwie nicht mehr er selbst war oder sie selbst war. Wo man hinterher über sich selbst sagt, Mensch, das, ich habe mich da nicht wiedererkannt. Das können kurze Situationen sein, spontane Reaktionen, oder das können auch Lebensphasen sein, so wie Manuela das gerade beschrieben hat. Vielleicht seid ihr im Moment in einer solchen Lebensphase, von der ihr sagt, das bin ich eigentlich nicht, ich erkenne mich selbst nicht wieder, weil eigentlich mache ich sowas nicht. Oder aber, zweite Aspekt des Themas, wart ihr mal in einer Situation, in einer kurzfristigen Situation, in der ihr etwas getan habt, was ihr eigentlich sonst nicht tun würdet. 0800 220 50 50. Hier ist Tamara. Tamara ist 21. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tamara. Ja, du erkennst dich selbst nicht wieder. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt, ja. Mhm. Was war? Es gab eine Situation in meinem Leben, also ich muss dazu sagen, ich habe ein Kind. Und es gab eine Zeit, wo ich einfach, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich habe es nicht wirklich anerkannt zu dem Zeitpunkt. Also das Kind. Hatte nicht eine wirkliche Bindung zu meinem Kind. Ja. Wie alt war das Kind, als du keinen Bezug finden konntest? Das war zu dem Zeitpunkt ungefähr 2, 2,5. Zweieinhalb. War das denn vorher, vor der Geburt, nach der Geburt? Nach der Geburt, ja. War das von nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr ungefähr oder gab es unmittelbar? Nee, ab dem zweiten Lebensjahr. Bis dahin war alles wunderbar. Ich Ach so. Versorgen und wie ist das zu erklären, dass ab dem zweiten Lebensjahr du eine Distanz zu dem Kind empfunden hast? Ich weiß es nicht. Also ich habe mich dann auch damals von meinem damaligen Lebenspartner getrennt. Und und dann war einfach die Phase, dann habe ich mit meinem Kind alleine gelebt. Und da war auf einmal irgendwie so ein Cut drin. Ich weiß nicht, ich hatte nicht wirklich mehr Nerven, das Kind jeden Tag zu haben. Das war irgendwie so eine, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist gar nicht meins. Ich hatte gar keine Bindung mehr zu dem Kind. Ich habe es schon geliebt, also Liebe war schon da. Aber so ein Gefühl, dass es auch, wenn es auch hart klingt, aber so, dass es auch ein bisschen lästig war? Nee, lästig nicht wirklich, deswegen kann ich es mir nicht erklären, lästig nicht wirklich. Also ich wollte es auch versorgen, aber ich konnte es irgendwie nicht. Das ist einfach das, was ich mir nicht erklären kann. Wie lange hat denn diese Phase dann angehalten? Oh, also lange Zeit. Wie viele Jahre? Anderthalb Jahre bestimmt, also bis Anfang diesen Jahres. Ja, bis Anfang diesen Jahres. Ja. Das heißt, jetzt so in den letzten Monaten ist es gut. Ist anders geworden, ja. Also ich meine, ich habe auch zu dem Zeitpunkt viel durchgemacht. Meine Eltern haben sich auch getrennt und scheiden lassen. Und viele Umzüge hin und her. Ich hatte nicht wirklich einen Wohnsitz. Also ich habe auch mit dem Kind gependelt. Inwiefern ist dein Umgang mit dem Kind denn jetzt anders als zum Beispiel noch vor einem Jahr? Also ich wollte gerade dazu noch sagen, mein Kind lebt momentan in einer Pflegefamilie. Ach so. Ich habe auch damals durch die ganzen Umstände auch eine Pflegefamilie gegeben, weil ich war eine Zeit lang auch nur noch am Feiern. Ach, das heißt, das Resultat dieser Distanz war, dass du es abgegeben hast? Richtig. Aber es war von mir freiwillig gewollt. Ja. Ich wollte einfach ein bisschen Hilfe haben und ein bisschen Unterstützung. Ja. Also gipfelte diese Nicht-Nähe, drücke ich es mal so aus, in der Abgabe des Kindes. Bitte, wie? Ja, also du hast das Kind dann abgegeben. Ja, genau. Und heute, wo und wie lebt das Kind heute? Also es lebt in einer Pflegefamilie. Immer noch?
hat immer noch, ja, und ich habe, also er kommt alle 14 Tage zu mir und zu meiner Mutter. Mhm. Und ja, es ist halt insofern so, dass ich mich jetzt wirklich auch regelmäßig, dass ich auch die Wochenenden da bin, wo es da ist, dass ich mit ihm auch wirklich spielen kann, dass ich mir Zeit nehme, dass er mir auch überhaupt gar nicht irgendwie so, dass ich ihn auch gar nicht mehr hergeben möchte. Also ich. Ja, er kommt zu deiner Mutter oder zu dir? Er kam bis jetzt immer zu meiner Mutter, weil ich keine eigene Wohnung hatte, die ich jetzt aber habe. Mhm. Tut dir das denn heute leid, dass du den Jungen abgegeben hast? Ja, mir tut es heute sehr leid und mir tut es auch also weh, wenn ich daran denke, weil er sagt auch zu dem Pflegevater Papa. Ja. Und weil sein eigener Vater möchte nichts mit ihm zu tun haben. Sagt er denn zu der Pflegemutter auch Mama? Manchmal, ja. Manchmal, ja. Ist er denn da gut aufgehoben in dieser Familie? Sehr gut. Wir verstehen uns sehr gut mit der Familie. Also so ein Verhältnis, hat auch das Jugendamt gesagt, ist eigentlich nicht natürlich. Ja. Bist du eigentlich dazu gezwungen worden, das Kind abzugeben, oder hast du es freiwillig abgegeben? Eigentlich freiwillig. Ich meine, von meiner Familie kam schon Druck. Also meine Mutter hat auch gemeint, da muss jetzt was passieren, so kann das nicht weitergehen. Und meine Oma ist da auch... Mhm. Es kann so nicht weitergehen. Hast du das Kind denn auch vernachlässigt? Nein, aber ich hatte halt viel mehr irgendwie zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, wohin mit mir selber. Ich hatte einfach Party im Kopf. Ich wollte die ganze Zeit raus. Ich wollte weg. Ich konnte nicht zu Hause sein. Mhm. Ich war gerne mit Freunden zusammen, wie eigentlich mit meiner Familie, mit meinem Kind. Und finde ich eigentlich traurig. Hatte sich das Jugendamt denn da auch schon eingeschaltet? Nein. Das noch nicht? Nein, gar nicht. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Die haben auch am Anfang gar nicht verstanden, warum ich es eigentlich abgeben möchte, bis ich die Situation erklärt habe. So, jetzt hat die Situation sich ein bisschen verändert. Du bist vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden oder besonnener. Wie sieht die Zukunft denn aus? Wird denn der Junge bei der Pflegefamilie bleiben oder kommt er irgendwann ganz zu dir zurück? Nein, also das möchte ich nicht, dass er dort bleibt. Ich möchte schon, weil die Auflage vom Jugendamt war klipp und klar, such dir eine Wohnung und mach deine Schule fertig. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Schulabschluss. Das war auch noch ein Punkt mit, wo ich gedacht habe, okay, du kannst das Kind nicht erziehen und gleichzeitig machen. So, eine Wohnung hast du? Ja, eine Wohnung habe ich und meine Schule fängt auch ab September an. Das hat sich halt in diesem Jahr alles zum Positiven gewendet. Die Schule fängt im September. Also jetzt haben wir ja September, sie fängt jetzt irgendwann an. Am 24. Jahr. Ja, und wie lange wird das dauern, bis du dann deinen Schulabschluss bekommst? Ein Jahr. Ein Jahr. Das ist dann dein Hauptschulabschluss, oder? Ja. Das bedeutet aber auf jeden Fall, so lange wirst du das Kind noch in der Pflegefamilie lassen. Das weiß ich nicht wirklich. Also ich würde schon gerne, wenn es geht, schon nächstes Jahr wieder zurückhaben. Anfang nächsten Jahres. Also geht auch so, weil es gibt ja auch Hortplätze. Aber ich hab einfach momentan immer mehr das Gefühl, Mutter sein zu wollen und das auch zu können. Und habe halt auch, wenn der Kleine da ist, er sagt, oh Mama, das ist jetzt unsere Wohnung und ich möchte auch bei dir leben. Und ist sicher eine schwierige Situation, weil so ein kleiner Kerl, der gewöhnt sich jetzt auch bei der anderen Familie ein, wenn die gut zu ihm sind und dann hin und her, da müssen dann schon bald klare Verhältnisse geschaffen werden, ne? Ja, das sagt das Jugendamt auch. Ich meine, einerseits, ich habe das auch schon mit denen besprochen, wir haben ja dann auch immer so Hilfeplangespräche. Und habe auch zu denen gesagt, also falls es dann endet mit der Pflege, können wir das auch so vereinbaren, dass die den Kleinen trotzdem weiterhin sehen, weil ich möchte auch nicht wirklich so einen richtigen Cut reinhauen. Die wohnen auch in deiner Umgebung? Ja, also jetzt nicht mehr ganz in meiner Umgebung, aber es ist nicht weit weg. Aber es ist nicht weit weg, ja. Nee. Ja, dann hast du aus der Zeit gelernt, wo du Fehler gemacht hast. Ja. Das ist ja immer gut, wenn man das sagen kann. Und kannst vielleicht dann wieder vieles gut machen, was du vor ein paar Jahren falsch gemacht hast. Ja, das Einzige, was mich jetzt halt einfach noch belastet, ist, dass vorher hieß es ja, warum gibst du dein Kind weg? Und jetzt heißt es ja, warum holst du es wieder? Also meine Oma reagiert da ziemlich heftig. Sie sagt, ja, bei der Pflegefamilie geht es dem Kleinen so gut. Er hat Freunde, er ist wohl behütet. Was willst du ihm bieten? Was kannst du ihm bieten? Du hast doch gar nichts. Und sie sagt, sie hat sogar schon... Oh, Entschuldigung, das ist schwer. Sie hat mir sogar 100 Euro geboten, die ich im Monat bekomme, wenn ich den Kleinen nicht mehr nehme. Wenn du nicht mehr nimmst? Nein, wenn ich nicht mehr zurückhole, wenn ich ihn dort lasse. Ja, das finde ich einen sehr seltsamen Handel.
Also so kann man mit Sicherheit nicht an die Sache rangehen. Ich würde das intensiv auch mit dem Jugendamt besprechen. Die sind aber damit einverstanden oder finden das auch gut, wenn er dann in absehbarer Zeit wieder zu dir kommt? Ja, natürlich. Sie sagen ja auch, ja, ich bin mir gut aufgehoben und ich bin eine super Mutter. Ich habe ihn auch sehr gut erzogen. Wunderbar, sie hat keine Defizite in der Schule. Ich würde jetzt von meinem Grundgefühl aussagen, also wenn du dich wieder in deinem Leben gefangen hast, und das scheint ja der Fall zu sein, dass das sicher eine gute Sache ist, wenn der Junge bei seiner Mutter aufwächst und dich dann mit 100 Euro, naja, also ich finde das mit den 100 Euro ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ja, und das würde da war auch halt einfach ein Satz, der kam da letztens, so, wo ich mit dir drüber geredet habe, und den fand ich richtig heftig. Ja, war ein richtiger Schlag. Weil sie hat gemeint, ich möchte ihn nur holen wieder wegen dem Geld. Weil ich dann mehr Geld bekomme, sage ich, du Oma, tut mir leid, aber das Geld reicht mir. Ja. Hast du das deiner Mutter erzählt? Ja, habe ich ihr. Was sagt die denn dazu? Meine Mutter möchte sich da nicht wirklich äußern, weil meine Oma ihr wieder irgendwas anderes erzählt hat und sie setzt sich da nicht ein. Also so ein Familienhin und Her. Ja. Tamara, also wenn im Einklang oder mit intensiven Gesprächen mit dem Jugendamt, wenn die Linie dahin oder wenn die Entwicklung dahin geht, dass du das Kind wieder zu dir nimmst und du das wirklich möchtest und du dir der Verantwortung auch bewusst bist und bereit bist, mehr denn je, ja. Dann finde ich das eine richtige Lösung, glaube ich. Und dann solltest du das auch machen. Ich habe auch gesagt, ein Kind gehört zu seiner Mutter. Egal wie viel oder was ich ihm bieten kann, aber es ist einfach mein eigenes Fleisch und Blut und ich kann ihm auf jeden Fall die Liebe geben und das ist auch wichtig. Ich wünsche dir, ob er jetzt Tiere hat oder Geschwister oder sonst irgendwas. Ja. Ich wünsche dir, dass du das schaffst und dass alles gut wird, dass er das gut durchzieht. So, wie du dir das vorstellst und wie es für den Kleinen auch gut ist. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ja. Alles Liebe. Dankeschön. Möchtest du vielleicht noch mit meiner Psychologin ein paar Worte sprechen? Bist ja ziemlich etwas aufgeregt und angeschlagen jetzt auch durch das Gespräch. Möchtest du? Ja, das wäre nett. Okay, dann legst du auf und die Heide ruft dich zurück und dann könnt ihr beide noch ein bisschen auch über deinen Fall auch sprechen. Okay? Sehr gut. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich erkenne mich selbst nicht wieder. 0800 220 5050 und dazu hat sich auch gemeldet der Kevin und Kevin ist 19. Hallo Kevin. Hi, Lumian. Hallo Kevin. Du machst bitte den Ton weg vom Fernseher. Ja, ich bin jetzt schon rausgegangen aus dem Zimmer. Ja. So. Ja. Ja, zu unserem Thema. Ja, bei mir ist das Problem irgendwie, ich erkenne mich nicht mehr wieder, weil als mein Vater gestorben ist, jetzt vor 2 Wochen. Also, ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, wenn mein Vater mal stirbt, ich drehe durch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und jetzt, ich bin irgendwie ganz ruhig dabei, das ist 2 Wochen her, ich weiß gar nicht, warum. Ist dein Vater plötzlich gestorben? Bitte? Ist dein Vater plötzlich verstorben? Ja. An was ist er verstorben? Ja, er hatte zu viel Wasser, also er hatte noch Hepatitis C gehabt und dadurch ist die Leber kaputt gegangen und auch die Nieren haben nicht mehr gearbeitet. Dann hatte er zu viel Wasser, das stieg bis hoch ins Herz und dann nimmt er auch in die Lunge und dann... Aber dann war er doch vorher schon eine Weile erkrankt. Ja, das auf jeden Fall. Also wie lange war er erkrankt? Eigentlich schon 12 Jahre lang. Ach, 12 Jahre, das heißt, solange du irgendwie denken kannst oder so aufgewachsen bist als Kind, war der Vater immer krank. Ja, aber da hat er das noch nicht so gespürt. Er hat es auch niemandem gezeigt. Er konnte es immer sehr gut überspielen und so. Und er hat auch noch bis zuletzt seine Witze gemacht und war immer gut drauf. Und ja, hätte ich nicht gedacht. Wie alt ist dein Vater geworden? 51. 51. Warst du dabei, als er gestorben ist? Ja, ich habe noch vorher mit ihm telefoniert im Krankenhaus. Und ich denke, warum redet der so komisch? Er gibt mir ganz andere Antworten und ich dachte mir, ich rufe mal bei der... Denn hinterher war das Handy erst aus. Dann dachte ich, ich rufe mal bei der Nachtschwester an. Und ich rufe an und ich sage, ob sie mal gucken könnte. Ja, und sie hat geguckt und dann meinte sie hinterher, nö, sie brauchen sich keine Sorgen machen, der ist ganz normal und ich würde mir zu viele Sorgen machen. Ja, und morgens dann ging das Telefon bei mir und da sagten sie mir auch, dass er jetzt auf Intensiv ist, künstlich beatmet wird und im künstlichen Koma liegt. Oh. Ja, und dann bin ich direkt hingefahren. Ja.
Ja, und dann hat es noch bis abends, also ich war 8 Uhr morgens da und abends um 6 Uhr dann ist er auch gestorben. Und du warst die ganze Zeit da? Ja, ich war die ganze Zeit bei ihm. Mhm. Ist er nochmal zu Bewusstsein gekommen? Ja, nicht, also er war im Koma, aber er hat gespürt, dass wir da sind, das habe ich gemerkt. Mhm. Also, er hat sich immer versucht zu bewegen oder die Augen aufzumachen oder zu sprechen auch, aber... Ja. Wer war denn noch da? Meine Oma war noch dabei. Deine Mutter nicht? Nee, meine Mutter, die wohnt in Köln und ich wohne in Unna, das ist so 100 Kilometer oder so entfernt. Das heißt, deine Eltern leben auch getrennt? Ja. Ja, mhm. Ja, meine Freundin war auch dabei. Mhm. Du bist das einzige Kind? Nein, ich habe noch eine Halbschwester, aber ja, die konnte nicht, weil die in Umständen waren. Mhm. Wie hast du das denn dann erlebt? Ich meine, das ist ja dann ein unglaublicher Vorgang, wenn man dabei ist, wenn der eigene Vater stirbt. Wie, ja, also, wie hast du das erlebt? Also das war für mich also wie ein Traum an dem Tag, so, also wie ein Albtraum. Ich dachte, ich kann wieder aufstehen, ich könnte mich kneifen und wieder aufstehen. Mhm. Ich habe es gar nicht realistisch gesehen. So. Mhm. Ich dachte, vor allem, ich hatte ja ein richtig gutes Verhältnis mit ihm. So, er war wie mein bester Freund noch mit bei. Mhm. Und ich dachte mir mal, ich drehe dann durch oder so. Aber er hat mir irgendwie das ein ruhiges Gefühl gegeben, als wenn er sagt, vermisst mich nicht und so, mir geht es jetzt besser oder ich weiß nicht. Bist du denn, wenn deine Eltern getrennt waren, bist du bei deinem Vater aufgewachsen oder waren die nicht so lange getrennt? Also die sind schon sehr lange getrennt. Also ich bin auch bei meiner Mutter aufgewachsen, aber ich konnte immer zu meinem Vater und ihn besuchen gehen. Ach so. Ich war auch fast jeden Tag da. Mhm. Ja, bis meine Mutter dann nach Köln gezogen ist, dann bin ich auch erst mitgezogen und dann bin ich wieder runtergezogen zu meinem Vater. Die letzten zwei, drei Jahre waren das so. Ah ja, ah ja. Mhm. Du sagst, vor 2 Wochen war das. Ja. Das heißt, die Beerdigung hat stattgefunden schon? Ja. Ja. Ja, das war auch schwer. Wie war das für dich? Ja, das war auch schwer. Also da kam mir wieder alles hoch. So, dann, so in dem Moment, wo ich vor der Sache stehe, fällt es mir sehr schwer. Aber sobald ich gehe, weiß nicht, gibt er mir ein ruhiges Gefühl. So. Mhm. Und, dich irritiert das jetzt, dass du gar nicht fix und fertig bist? Ja, normalerweise würde ich durchdrehen, also das kann ich nicht verstehen. Mhm. Vielleicht ist das halt die Beruhigung, dass ich bis zuletzt bei ihm war und ich weiß nicht. Meine Oma ist auch ganz schlimm gewesen, so erst. Sie war auch sehr so nervös, alles so. Und dann auf einmal, jetzt wenn wir weg sind, so, wir sind sogar bei meinem Vater, also ich wohne jetzt in der Wohnung weiterhin und wir sind jetzt bei mir hier und es geht, also es ist nicht so... Also wenn wir darüber reden, erleichtert uns das so. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass das natürlich für dich ein gutes Gefühl ist, dass du bei ihm warst. Dass, ja, dass du vielleicht sehr viel für ihn auch getan hast, noch in den letzten Wochen und Monaten. Und vor allen Dingen, dass du ihn in den letzten Stunden begleitet hast. Ja. Und dann glaube ich ja auch, dass so ein Ereignis oftmals einen Schock mit sich bringt, der durchaus eine längere Zeit anhalten kann. Und der zur Folge hat, dass man das noch gar nicht richtig begreift, was da passiert ist. Ja. Und es deshalb einem auch nicht äußerlich so ganz schlecht geht, weil man das eigentlich noch nicht kapiert hat. Ja, genau. Vielleicht ist das auch ein Schutzmechanismus des Gehirns, dass das Gehirn sich selbst schützt in dem Moment. Ja, irgendwie das denke ich auch so. Ich weiß nicht, also ich denke immer, wenn ich zu Hause bin und ich höre unten schon die Tür irgendwie, dann denke ich, ah, das ist er doch, der kommt jetzt. Oder ich denke auch, ach, der ist, als wenn er kurz einkaufen wäre und kommt gleich oder so. So ein Gefühl habe ich irgendwie. Ich würde mir da an deiner Stelle überhaupt keine Sorgen machen und auch schon gar nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass du denkst, du müsstest jetzt viel trauriger und verzweifelter sein. Vielleicht kommt das in ein paar Monaten, dass eine ganz andere Phase des Trauerns kommt. Jetzt ist diese und die ist jetzt so gut, wie sie ist bei dir. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, also ich dachte, ich drehe echt durch oder so, aber jetzt im Moment, ja, wie gesagt, das ist bestimmt halt, weil ich das noch nicht so realisiert habe. Denke ich auch. Hatte dein Vater, habt ihr, als du mit ihm noch sprechen konntest, habt ihr mal so über seinen Tod gesprochen und über den Tod? Ja, er hat auch schon, wir haben das Thema gerne angesprochen, weil war uns immer interessant, wie ist das wohl, wenn man stirbt oder dann hat er auch schon gesagt, was er möchte, wenn er stirbt, möchte er, dass das alles familiär ist und sowas. Aber wir haben nie damit gerechnet, dass er jetzt auf einmal so, das ging auf einmal schnell so. Hat er Angst vor dem Tod und vor dem Sterben? Nee, überhaupt nicht. Er hatte gar keine Angst davor. Auch als er gestorben ist, er war nicht, manche schwitzen ja richtig oder so dabei. Er hat gar nicht geschwitzt, er ist ganz ruhig eingeschlafen.
Aber ich hatte so das Gefühl, dass er noch was uns sagen wollte. Er hat immer versucht, den Schlauch, den er im Mund hatte, so rauszudrücken und wollte immer was sagen, aber hat er nicht mehr geschafft. So. Hat er denn, als er noch sprechen konnte, zu dir irgendetwas Wichtiges gesagt, was du so mitnimmst in dein Leben? Ja, er hat mir immer gesagt, dass ich auf mich aufpassen soll, dass ich auf Oma aufpassen soll. Mhm. Und ja, dass das Leben halt hart ist, dass man nicht zu gut sein soll auf der Welt. Weil er war immer so gut und er hat immer Nackenschläge dafür bekommen. Mhm. Also der war wirklich zu gut. Mhm. Er hat alle, auch Leute, die einfach so nichts hatten, die hat er einfach mit aufgenommen in der Wohnung. Die konnten bei ihm dann wohnen und so. Mhm. Und das hat er dann auch immer bereut. Und er sagte zu mir, ich darf nicht zu gut sein und so. Und vielleicht solltest du ihn dir doch als Beispiel nehmen, wenn er ein so guter Mensch war. Ich glaube, das ist immer ein gutes Beispiel, auch wenn man Nackenschläge bekommt und das nicht immer gelohnt kriegt. Mhm. Aber erstrebenswert ist es schon. Und wenn dein Vater so ein toller Typ war, kannst du da auch sehr stolz drauf sein, finde ich. Ja, bin ich auch. Das auf jeden Fall. Und dann hat er dir etwas Gutes vorgelebt, was du dir vielleicht als Beispiel nehmen kannst. Ja, das also ist, für mich ist er auch mein Vorbild. So. Mhm. Also die alle sagen auch so, dass ich fast wie er bin, so vom Charakter her jetzt. Mhm. So. Und ja, ich bin auf jeden Fall stolz drauf. Mhm. Also Kevin, mein tiefes Mitgefühl und mein Beileid, das möchte ich dir sagen. Ja, und ich glaube wirklich, dass das normal ist, dass das eine Phase im Moment ist, in der du lebst. Es kommen sicher andere Phasen, vielleicht kommen auch noch schlimmere Phasen, damit musst du auch rechnen. Ja. Aber im Moment ist es so und nimm es einfach so hin. Ja, muss ich ja. Es gibt ja keine andere Wahl. Ja. Und ich glaube, so wie du das beschrieben hast, du bist noch so jung, du hast alles getan, was du tun konntest. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, wenn man sich das sagen kann. Ja, das auf jeden Fall. Dass du für deinen Vater da warst, dass er wusste, er hatte einen Jungen, auf den kann er bauen, dem kann er vertrauen, den liebt er. Und er hat das Gefühl bekommen, dass du ihn liebst. Und das ist ja schon ganz, ganz wunderschön. Ja, er war auch wie mein bester Freund. Wir haben alles, er hat alles für mich getan, ich habe alles für ihn getan. Mhm. Also das war echt, also deswegen ist es so komisch, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Mhm. Das ist so, auch so leer, wenn ich hier so alleine wäre, so, das wäre so leer. Mhm. Aber ich denke immer, ach, der kommt hier im Moment, oder? Mhm. Das ist halt. Ich glaube, dass er verdammt stolz auf dich war. Ja. Und das ist ja ein tolles Gefühl für ihn gewesen. Ja. Ja, das stimmt schon. Ja. Lieber Kevin, ich wünsche dir viel Kraft für die nächsten Wochen, Monate und für die Zeit, die jetzt vor dir liegt. Das ist sicher manchmal eine schwere Zeit. Ja. Ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Das ist wichtig. Du brauchst dir keine Vorwürfe machen. Ja, das ist gut. Ja, das denke ich mir auch so irgendwie. Aber halt, dass ich so ruhig bin, danke. Manchmal denke ich, er gibt mir das Gefühl von vielleicht. Oben irgendwie. Vielleicht. Weiß man ja nicht. Nee, man weiß es nicht. Vielleicht kann man es auch so interpretieren. Ja, vielleicht. Ja. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wollte noch sagen, also deine Sendung, die ist echt korrekt, weil ich habe die auch mit meinem Papa geguckt, jeden Abend. Mhm. Und ich habe 1000 Mal schon versucht anzurufen, aber... Nur hat es heute geklappt. Ja, heute hat es geklappt. Umso besser. Ja. Hat vielleicht der Papa so gestrickt? Ja, das denke ich auch. In letzter Zeit läuft alles komischerweise gut mit Job und alles geht auf einmal. Ich weiß auch nicht, sind dem er nicht mit? Und das ist komisch, als wenn er mir Glück gibt hier unten. Vielleicht macht er das. Ja. Alles Liebe, Kevin. Okay. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Tina. Tina ist 32. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, Tina. Ja, also bei mir ist es so, ich bin gerade hin und her gerissen. Ich weiß nicht mehr, ob ich meinen Mann noch lieben kann und lieben darf oder soll, weil, also es war so, vor 2 Jahren habe ich entdeckt auf seinem Computer, dass er sich Schwulenpornos anguckt. Mhm. Das hat mich dann geschockt. Ich habe aber das verdrängt immer ziemlich lang dann und dann habe ich immer wieder geguckt, was er sich so reinzieht und ja, da waren dann schon ein paar ganz schön heftige, wo sie so mit mehreren Sex haben, halt nur Männer immer. Und dann habe ich einmal Kinder entdeckt. Also dann war ich schon ziemlich geschockt und habe versucht, meine beste Freundin anzurufen. Die war aber nicht zu Hause. Dann habe ich meine Schwester angerufen. Ich muss dazu sagen, das ist eine Kripo-Beamtin, mit der ich eigentlich kein gutes Verhältnis habe, aber ich wusste irgendwie nicht, wen ich anrufen soll. Und sie hat dann sofort gesagt, also du fährst morgen früh zur Polizei und zeigst den an, sonst mach's ich. Ja. Und dann war ich halt so am Ende und habe gedacht, ja klar, ich muss das machen und bin da hingefahren. Und die haben dann gesagt, ja, das dauert jetzt 2-3 Wochen und dann kommt jemand und holt den Rechner ab.
Also so, ja, es dauert halt. Ich habe gedacht, da kommt gleich einer mit und macht es und ich bin es dann los. Und ich konnte dann natürlich nicht schlafen, mir war schlecht. Und du hattest aber mit deinem Mann gar nicht drüber gesprochen? Nein, ich konnte es nicht. Mhm. Ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Ich war total fertig. Ich habe mich nicht getraut. Ich wusste nicht, wie er reagiert. Aber das war ja dann noch viel schlimmer, weil ich Angst habe, was macht jetzt die Polizei? Und habe es dann 2 Tage ausgehalten mit Durchfall und Übelkeit. Und dann habe ich es ihm erzählt, dass ich bei der Kripo war. Er wollte dann prompt gehen, hat seinen Autoschlüssel genommen. Ich habe ihn festgehalten und gesagt, nein, du bleibst jetzt hier und wir reden darüber. Und ihr hattet, lass mich unterbrechen, ihr hattet auch noch kein Mal darüber gesprochen, dass er sich Schwulenpornos anguckt. Nein, gar nicht. Du hast das alles für dich behalten. Ich habe es immer verdrängt, aber das mit den Kindern hat mich geschockt. Habt ihr selbst auch Kinder? Wir haben 3 Mädchen. Ja. 3 Mädchen. Mhm. Wie alt? Die sind 9, 7 und 5 Jahre. Ja. Also ja, und das war dann halt alles so. Meine Schwester hat gesagt, geh ins Frauenhaus, da tut die Kinder. Also die hat es dann total übertraumatisiert. Und ja, dann kam es halt so dazu, dass die Kripo hier war, den Rechner geholt hat. Mhm. Meine Eltern, denen habe ich sagen wollen, habe es aber zu spät gesagt. Die waren dann alleine hier, als die den Rechner geholt haben. Also wir haben ein Zweifamilienhaus, haben halt so zusammengebaut mit meinen Eltern, haben die den Rechner hier geholt. Meine Mutter war völlig geschockt, weil die hatte den Brief gelesen, da stand dann drin wegen Kinderpornografie. Die hat dann aber gedacht, irgendein Nachbar hätte ihn angeschwärzt, weil er ihn ärgern wollte oder so. Ich möchte dich nochmal fragen, du hast gesehen, dass er sich pornografische Bilder mit Kindern angeguckt hat. Ja, also da waren halt 2 pornografische Bilder mit Kindern dabei. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann so nicht weitermachen, ich will mit dir zum Psychologen. Ich gehe auch schon selber länger dorthin und habe den schon gekannt, weil ich mich selber irgendwie manchmal schlecht gefühlt habe aus anderen Gründen und habe dann gesagt, wir gehen jetzt dahin, weil sonst mache ich ja nicht mehr weiter, ich glaube dir nicht. Erstmal eins nach dem anderen, die Polizei hat also den PC abgeholt und wie ging das dann von Seiten der Polizei weiter? Ah ja, die haben dann halt gesucht, haben dann diese Bilder gefunden, aber auch nicht mehr Bilder, als ich auch gefunden habe. Obwohl er sie gelöscht hatte, haben sie gefunden, weil ich habe sie mir erzählt, aber sie haben sie trotzdem gefunden, die Sachen. Und haben dann den PC behalten. Also die haben den dann halt einkassiert und im Bußgeld verlangt. Und dann war das eigentlich gegessen von Seiten der Polizei. Er hatte noch die Auflage, zum Psychologen zu gehen. Ja. Und das habe ich auch zu ihm gesagt, das machen wir. Und da sind wir dann hingegangen. Und dann war das eigentlich ziemlich schnell von Seiten vom Psychologen abgehakt, dass er dann so gesagt hat, er hat dann nochmal gucken wollen. Das war Zufall, dass da die Kinderpornos dazwischen waren. Die hat ihm irgendeiner geschickt. Das wollte er eigentlich gar nicht. Hältst du das für möglich? Ich habe es schon für möglich. Also mir war das dann eigentlich schon ziemlich eindeutig. Ja. Und er will das eigentlich nicht. Okay. Also die Sorge, du hast keine Sorge, dass er auf Kinder steht? Habe ich eigentlich keine Sorge, nee. Keine Sorge. Und dann ging das halt. Dennoch besteht natürlich jetzt, steht zwischen euch, dass er offensichtlich auch auf Männer steht. Ja, dann kam das ja ganz krass. Also ich habe dann immer wieder gesehen, er guckt sich die schwulen Pornos an. Und irgendwann habe ich gesehen, er hat sich eine andere E-Mail-Adresse eingerichtet und da standen dann Passwörter drin von einem Guy-Chat. Aber spätestens nach der Aktion mit der Polizei, und da war ja nur alles auf dem Tisch, muss doch eure Ehe in eine völlige Schieflage geraten sein. Eigentlich gar nicht, weil wir waren dann echt oft beim Psychologen und ich habe das dann, der hat dann gesagt, ja, das haben viele Männer, so eine Seite, solche Fantasien, die meisten leben das aber nicht aus, die brauchen das einfach und für mich war das dann einfach so, ich muss ihn halt oder ich will ihn halt eigentlich auch so akzeptieren, wie er ist. Wie ist denn die Situation ganz aktuell heute? Also jetzt aktuell ist es ganz krass, weil ich habe vor 6 Wochen habe ich halt in diesem Guide-Chat, wo ich das Passwort dann rausgefunden habe, also er hat es so eingerichtet, dass ich es habe rausfinden müssen, er wollte das, glaube ich, auch, dass ich es rausfinde, habe ich halt gesehen, ja, an dem und dem Tag hat er sich jetzt mit einem getroffen. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, ja, machst du da mit denen Sex? Und er so, ja. Dann habe ich gesagt, wie lange geht denn das schon? Ja, seit 2 Jahren. Und dann habe ich gesagt, wie oft? Hast du schon öfters, also regelmäßige Sex-Dates. Aber da wäre nichts dahinter, das wäre nur Sex. Aber immer mit erwachsenen Männern? Mit erwachsenen Männern, ja, das war auch, also da habe ich dann auch gesehen, dass er da mit einem gechattet hat, von dem waren auch Fotos drin und mit dem hat er sich getroffen. Der Wurf hat hier 2 Dörfer weiter gewohnt, bei dem war er dann eine halbe Stunde. Also, da hat der Mann quasi so ein Doppelleben, ein schwules Sex-Doppelleben.
kann man sagen, zu eurer Ehe. Ja. Wie funktioniert denn so, oder funktionierte in den letzten Wochen und Monaten denn eure Ehe? Ach, eigentlich blendend. Ich habe dann... Auch? Ihr habt auch miteinander geschlafen? Ja, viel. Ja. Wir waren noch jetzt erst im Urlaub und es war schön alles. Also ja, das ist ja das, was mich dann immer wieder so runterholt, wo ich dann denke, naja, er hat mich ja lieb und er ist auch immer ganz und heult dann immer, wenn ich ihn drauf anspreche. Genau, wie sieht er denn die Zukunft? Wie soll das weitergehen? Ich darf ihn auf keinen Fall verlassen und ich bin ihm ganz arg wichtig und dann sage ich immer, du bescheißt mich von vorne bis hinten. Dann hat er gesagt, er hat sich jetzt da abgemeldet bei dem Guy Romeo Chat. Jetzt habe ich natürlich wieder, da war wieder so eine Phase, da habe ich gespürt, irgendwie ist er distanziert zu mir. Mhm. Dann habe ich wieder geforstet im Computer und habe gefunden, er hat sich wieder angemeldet. Mhm. Also die Sache ist nicht vom Tisch und die kommt wahrscheinlich auch nicht vom Tisch. Der verarscht mich immer hin und her und verarscht sich eigentlich selber. Mhm. Und du bist jetzt in der Situation, dass du... Ich weiß nicht, ob ich gehen soll oder bleiben soll, ganz krass gesagt, weil... Und unsere Sendung heißt, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Kann man das so sagen, dass du dich selbst nicht wiedererkennst, dass du das alles mitmachst? Ja, erstens das und zweitens halt auch, dass ich den einen Tag, also gestern habe ich mir geschworen, morgen ist Ende, ich gehe, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Dann schreibt er mir heute eine E-Mail, es tut mir so leid und ich bin schizophren und ich will mich dagegen behandeln lassen und ich liebe dich so. Und das ist für mich, das hört sich dann für mich wieder so an, ich bin ihm doch total wichtig und ich weiß nicht, was machen. Du hast gerade erzählt, dass ihr wart gemeinsam bei einem Psychologen. Ja. Mhm. War das auch so eine Art, ging das auch in eine Richtung der Eheberatung? Ja, das war die Eheberatung bei uns in der Stadt, ja. Ja, und da wurde auch offen gesprochen, da wurde auch über seine schwule Ader gesprochen. Ja, klar. Das Resultat dieser Beratung war? Ja, ich habe, also im letzten Gespräch habe ich gesagt, ich akzeptiere es für mich, dass er sich mit Männern trifft zum Sex. Mhm. Und ich will aber nicht wissen, was, wie, wann, wo. Er soll es halt safe machen und daheim ist daheim. Mhm. Ich habe gedacht, ich schaffe das, aber ich schaffe es nicht. Jedes Mal grübel ich, wo geht er hin? Und vor allem der Witz war ja dann, wo ich das ihm zugestanden habe, war er so wichtig. Da habe ich das erste Mal nach den ganzen Jahren eigentlich so richtig gespürt, dass er mich liebt. Da war er auf einmal so, du hast mich verstanden und das ist so schön mit uns. Und es war so schön und... Und dann habe ich aber wieder gelesen, ich habe es ihm erlaubt und jetzt zieht er wieder los und hat sich da wieder von irgendeinem Vogel einblasen lassen. Und er hat aber so gesagt, dass er sich niemals in einen Mann verlieben könnte. Ja, genau. Das ist eine reine Sexgeschichte. Das will er nicht. Mhm. Nein, das kann er sich auch gar nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich eine Frage der Abmachung. Kann man das einer Frau zumuten? Ich weiß, also ich kann es, glaube ich, nicht aushalten. Kann man das als Frau aushalten, so wie du es gerade Ich habe es versucht, aber ich schaffe es, glaube ich, nicht. Ich stelle mir gerade bei jedem, also wenn wir jetzt, wir waren neulich essen, so richtig gemütlich mal nachmittags alleine ohne die Kinder, und dann habe ich mir bei jedem Typ, der da reingekommen ist, vorgestellt, der hat bloß irgendwie komisch gucken müssen, da habe ich gedacht, oje, mit dem hat er schon was gemacht. Also ich meine, es gibt sicher solche Übereinkünfte, dass Paare so etwas, wie auch immer geartet das sein mag, hinkriegen. Mhm. Aber wenn ein Teil der Partnerschaft das nicht kann und das einfach über die Grenzen geht, dann geht das nicht. Ja, dann geht das einfach nicht. Dann machen, dann muss ich ihn verlassen, weil ich glaube nicht, dass er damit aufhören kann. Das glaube ich auch nicht. Wie du es jetzt schilderst, glaube ich auch nicht, dass er damit aufhören kann. Er dann, will sich therapieren lassen, aber ich finde das Schwachsinn, weil er ist doch so, wie er ist. Ich glaube nicht, dass er da glücklich wird. Ja, das finde ich auch. Das, ja. Oder? Ja. Mhm. Ja. Dann war jetzt nur so mein Notnagel, wo ich gedacht habe, wenn der jetzt das aus so sieht, dann also ich habe ihn echt lieb und ich könnte mir auch voll vorstellen, dass ich dann, wenn er wirklich sein Coming-out haben sollte, ihn da unterstützen würde. Ich würde ihn auch nie irgendwie jetzt fortjagen oder beschimpfen. Also ich höre daraus, dass du ihn gerne als Freund, also als Freund hättest. Ja, total. Ich habe ihn total lieb, aber das und wenn das deine Grundlage ist, dann finde ich, dass du auch das so weiter fordern und durchziehen solltest, Tina. Ja, aber ich habe so Angst davor, dass er mich dann total fertig macht. Weil er das ja nicht will, der klammert sich so an mich, der will nicht, und ich bin nicht so, ich will das verdrängen, das ging ja so lange gut und auf einmal kommt so das raus und ich wenn das jetzt, wenn der Leidensdruck so groß ist, und der scheint groß zu sein, ich höre das ja, wie du emotional drauf bist im Moment, und du kannst das von dir aus alleine nicht durchziehen, so eine Trennung, dann schlage doch noch einmal vor,
jetzt mit diesen neuen Vorzeichen doch nochmal zu einer Eheberatung zu gehen. Mhm. Dass du in Anwesenheit eines neutralen Menschen deine Position auch wirklich klar machen kannst. Ja, das will ich schon. Das heißt, dann bist du gestärkt und bist nicht so alleine. Ich habe aber irgendwie, ich fühle mich gerade so, ich will nicht hängen lassen, es tut mir auch weh. Nee, also ich finde jetzt, ist in erster Linie geht es darum, was du kannst. Und wo. Ja, ich habe mich jetzt da auch an so eine Selbsthilfegruppe gewendet im Internet und habe mit vielen Frauen schon gesprochen und die sagen mir jedes Mal, denk an dich, aber ich schaff's irgendwie. Ja, weil du, ich meine, du musst ja eine stabile Frau sein für deine Kinder. Ja. Ne? Das muss man ja auch so sehen. Mhm. So, und wenn du zu sehr verletzt bist, finde ich, hast du das Recht zu sagen, pass mal auf, Junge, dann geht das mit uns beiden auf dieser Basis eine Ehe nicht. Wir können gerne gut befreundet sein. Aber er macht mir immer wieder die Hoffnung, dass es lässt. Das ist ja das. Ja, aber gut, das ist ja nun immer und immer wieder passiert und es hat nicht funktioniert. Also dann wenn er keine Konsequenzen ziehen kann aus seinem Leben, dann musst du es machen. Ja. So, Tina, jetzt möchte ich, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Die kann dir auch noch mal ein paar Adressen geben in deiner Umgebung, wohin du dich oder ihr euch wenden könnt. Ja gut, das habe ich ja eigentlich. Ja, aber dennoch, ein Gespräch könnte ja nicht schaden. Okay, alles klar. Dann wird die Heidi dich gleich anrufen. Ich wünsche alles Gute. Danke. Tschüss. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Das ist unser Thema. Und hier ist Romy, 28. Ja, hi. Sagt man Romy oder Romy? Romy, bitte. Oh. Stimmt, Romy, dann müsst das ja mit zwei. Ja, viele sagen Romy, na gut. Und zwar ist es bei mir so, ich habe vor circa 2 Jahren einen Freund gehabt. Dieser Freund hat immer noch eine Katze. Ich bin normalerweise ein Mensch, der die Fliege an der Wand nicht kaputt schlagen kann. Ich liebe alle Tiere und Menschen und kann niemandem etwas zuleide tun. Mhm. Und ich habe diese Katze gehasst. Ich muss dazu sagen, bevor ich diesen Freund hatte, wollte ich immer ein Haustier haben, also explizit auch eine Katze. Mhm. Und es war damals halt so gewesen, dass dieses Tier sehr unsauber und sehr unrein war und überall hingemacht hat. Naja, und auf jeden Fall war es im Endeffekt so, dass ich dieses Tier gehasst habe. Also ich habe ein Gefühl an mir entdeckt. Was du so nicht kanntest. Was ich vorher überhaupt noch nicht kannte und war sehr erschrocken. Und diese Katze lebt ja in der Wohnung dieses Freundes. Genau. Ja. Genau. Bist du mit dem noch zusammen? Ich bin mit dem nicht mehr zusammen. Es ist aber bis heute so, dass ich Katzen abgrundtief hasse. Und es ist jetzt wahrscheinlich so, dass ich, also ich habe im Moment wieder jemanden kennengelernt und er hat auch wieder eine Katze. Nein. Ja. Das war ungewöhnlich. Ich kenne gar keine Männer, die Katzen haben. Nein, ich kenne eigentlich auch keine Männer. In meinem Umfeld gibt es nur Frauen, die Katzen haben. Ja, genau. Genau, und es war eben, damals ging es auch so weit, dass ich wirklich mit Mordgedanken gespielt habe, beziehungsweise auch versucht habe, das Tier zu töten. Nein. Ja, doch. So heftig? Es ging im Endeffekt wirklich so weit, also das war eben der Grund, warum ich mich überhaupt nicht mehr wiedererkannt habe. Ich habe dann die Beziehung beendet, weil es sonst eskaliert wäre. Wegen der Katze? Ja, genau. Und vorher warst du ein Tierfreund, ein Freund jedes Lebewesens? Ich wollte vorher und wolltest Katze sogar haben. Eine Katze haben, genau, wie du sagst. Richtig. Wie erklärst du dir das denn? Es war halt so gewesen, dass das war so ein schleichender Übergang irgendwie. Die Katze hat halt ständig irgendwie ins Bett gemacht oder es waren ständig Katzenhaare im Essen oder er hat auch erbrochen überall hin und er konnte das dann halt nicht wegmachen, weil er sich auch davor geekelt hat und dann hat es halt gestunken immer und so und das war halt so ein Spiel. Wobei Katzen ja eigentlich sonst so reinlich sind und genau. Das war in dem Fall war das nicht so. Genau. Mhm. Warst du irgendwie auch ein bisschen eifersüchtig auf die Katze? Jein, ich sag mal jein. Also für ihn war die schon sehr wichtig. Was war die für ihn? Ja, für ihn war das Tier schon sehr wichtig. Für ihn war das Tier sehr, sehr wichtig, ja. Obwohl also, er sich auch ein bisschen geekelt hat, wenn die erbrochen hat. Er hat sich sehr davor geekelt, ja. Und er konnte es eben auch nicht wegmachen. Es hat ständig überall gestunken und war dreckig. Und naja, ich konnte ihn leider in dem Moment auch nicht verlassen. Wir haben immer wieder versucht, eine Lösung zu finden, aber... Das heißt, es war dir körperlich richtig unangenehm, in der Wohnung zu sein? Ja, sehr, sehr. Ja. Und es hat sich eben im Laufe der Zeit so eine große, starke Aversion aufgebaut, dass ich heutzutage wirklich mit dem Auto Gas gebe, wenn eine Katze auf der Straße ist. Na, das darfst du nicht tun. Nee, natürlich nicht. Nein, da musst du gegen dich angehen. Das natürlich ist,
Da ist ja irgendwas Seltsames in dir losgetreten worden. Irgendwas. Das Problem ist eben, ich will das eigentlich gar nicht. Mhm. Also ich. Wenn diese Katze reinlich gewesen wäre, so wie normalerweise Katzen ja sind, wäre es dann, meinst du, genauso schlimm gewesen? Nein, ich denke, es wäre nicht so schlimm gewesen. Also ich hatte danach nochmal, ich war danach nochmal mit jemandem zusammen, der zum Beispiel einen Hund, und man hat überhaupt nicht festgestellt, dass überhaupt ein Tier in der Wohnung war, und ich habe anfangs Angst gehabt, den auch irgendwie zu hassen oder was weiß ich, aber da ging alles sehr, sehr gut. Und der Freund, von dem wir gerade gesprochen haben, hast du diese Beziehung wirklich beendet wegen der Katze? Ja, ja. Das ist ja heftig. Also die Katze ist dann hinterher abgegeben worden. Also er hat den Schritt gemacht, die Katze an einen Bekannten zu geben. Und es war einfach eine Never-Ending-Story irgendwo, weil der Bekannte auch nicht mit dem Tier klarkam. Und immer wieder war dieses Tier halt im Mittelpunkt. Mhm. Ja. Und es hat mich einfach irgendwie nervlich kaputt gemacht. Mhm. Also so ein bisschen Eifersucht kann man schon, glaube ich, interpretieren, ne? Ja, eventuell. Eventuell. Aber und jetzt hast du wieder einen kennengelernt, der hat auch eine Katze. Ja, jetzt lerne ich gerade wieder jemanden kennen, und ja, er sprach nur am Telefon davon, dass er jetzt mal die Katze füttern müsste, und bei mir ist dann irgendwie eine kleine Welt zusammengebrochen. Aber Rumi, da würde ich wirklich, ich weiß nicht, bis ins Endlose grübeln, was da mit mir los ist. Ja. Warum ist das so? Ja. Hast du denn irgendeinen Anhaltspunkt? Das muss doch, das hat eine Ursache, irgendeine Ursache hat es. Ja, wie gesagt, also ich verstehe das selber nicht. Ich habe mich wirklich erschrocken vor diesem Hass, der da plötzlich in mir war. Mhm. Also das habe ich selber an mir nicht wiedererkannt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt diesen neuen Freund besuchst, ist dir schon sehr unwohl, weil du weißt, da begegnet dir wahrscheinlich dann jetzt die Katze, wenn die zu Hause ist. Obwohl ich das vom Kopf her, vom Logischen her eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte nicht so fühlen, aber das Gefühl steigt dann einfach in mir hoch. Also nochmal im Klartext, du hast überhaupt keine Ahnung, was da mit dir und in dir los ist. Nee. Überhaupt nicht? Nee. Erschreckend, ne? Also ich weiß nur, dass es sich innerhalb von einem Jahr so gesteigert aufgebaut hat und dass es jetzt eben, ja, so ist. Und dass es gerne wieder loswerden möchte, dieses Gefühl. Dieses Hassgefühl? Ja, genau. Oh, da würden Psychologen sich jetzt die Finger reiben und die Hände reiben. Ja. Oder Psychoanalytiker, für was steht die Katze? Tja, ja, das so habe ich noch nie überlegt. Das können wir nicht vertiefen, das wäre jetzt Küchenpsychologie. Ja. Aber das ist sicher eine sehr interessante Frage für Fachleute. Mhm. Wenn dich das so bedrückt oder. Ja, das beschäftigt mich sehr, weil viele Bekannte und Freundinnen haben Katzen und ich ekel mich einfach sehr davor. Mich würde das an deiner Stelle auch sehr interessieren, weil ich mir auf die Schliche kommen würde wollen, was da mit mir los ist. Deswegen finde ich ein Gespräch oder mehrere Gespräche mit einem Psychologen oder einem Psychoanalytiker gar nicht so falsch. Mhm. Ja. Hast du früher, ich frage jetzt mal einfach, hast du früher vielleicht irgendwann mal in deiner Kindheit irgendwas Schlimmes mit Katzen erlebt? Irgendwie also ganz ich früh. Weiß, dass ich als Kind mal sehr große Angst vor Katzen hatte. Mhm. Als kleines Kind hatte ich sehr große Angst davor. Das hat sich dann aber irgendwann wieder gegeben. Ja. Ob die Angst begründet ist, weißt du nicht. Ob du als Kind vielleicht mal gebissen worden bist von der Katze oder gekratzt worden bist oder so, weißt du nicht. Ja, meine Oma sagte mir, dass ich mal im Krankenhaus war wegen einem Biss oder Kratzer oder so von der Katze. Ja, aber daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ah ja. Ja, und da muss ich wohl mal weggelaufen sein, weil ich so starke Angst hatte. Meine Mutter hat mich wohl überall gesucht, aber an solche Geschichten kann ich mich selber nicht erinnern. Mhm. Ja. Zufälligerweise ist heute Nacht eine Psychologin hier bei mir, die auch Analytikerin ist. Mhm. Insofern wird das sicher sehr interessant sein, jetzt mit ihr zu sprechen. Ja, das wäre schön. Und vielleicht ihre Einschätzung auch zu hören. Ja. Ja? Machen wir es so, Rumi. Dann legst du auf und Heide, so heißt meine Psychologin heute Nacht, wird dich dann gleich in den nächsten Minuten anrufen. Ja, super, danke schön. Alles Gute. Ja, tschüss. Dann. Und Andreas. Andreas ist 25. Guten Morgen, Andreas. Ja, hallo, Domian. Ja. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. So ist das Thema, richtig. Das ist das Thema. Also, ist noch was schwer Verdauliches zum Feierabend sozusagen. Mhm. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren geschlechtsverkehrlos. Mhm. Seit 1,5 Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Und da ist auch nichts gelaufen? Nein, sie ist auch noch Jungfrau. Ja.
Ja, jetzt bin ich langsam bei dem Standpunkt, ich bin ein sehr ruhiger, ein sehr geduldiger Mensch, aber langsam überkommt es mich einfach, langsam werde ich einfach immer wütender in Situationen, in denen das einfach nicht sein müsste. Und du bist wütend auf wen und auf was? Ja, genau. Wütend darauf, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich kein ausgeglichenes Sexualleben mehr habe. Ja. Ich meine, 5 Jahre ist ja eine lange Zeit für einen 25-jährigen Kerl. Richtig. Wie kam das, gehen wir nochmal in die Zeit vor deiner Beziehung, wie kam das, dass da nichts passiert ist? Recht schlimme Geschichte. Ein Mädchen wurde von mir schwanger, wir waren auch nicht in einer Beziehung. Mhm. Zwillinge, nach 6 Monaten Frühgeburt, eins direkt gestorben, eins einen Monat später. Mhm. Danach habe ich erstmal ein bisschen Pause gebraucht. Verstehe. Ja, und da hast du dich zurückgehalten und zurückgezogen aus diesen Aktivitäten. Genau, und ja. So, aber jetzt bist du in einer Beziehung seit 1,5 Jahren und da läuft auch nichts und allmählich hättest du wieder Lust. Ja, allerdings. Allerdings. Und ja. Warum läuft da nichts in der Beziehung? Ja, weil es einfach nicht funktioniert. In ihrem Leben hat wohl so einiges nicht funktioniert. Sie hatte auch eine 5-jährige Beziehung vorher. Dass es da schon nicht funktioniert hat, heißt, dass es irgendeine Blockade bei ihr gibt, die ich auch schon festgestellt habe. Also ich bin selbst so ein kleiner Hobby-Therapeut. Ja. Also sie war so lange in einer Beziehung und ist dennoch Jungfrau. Richtig. Mhm. Und ja, ich versuche da sehr lange schon dran zu arbeiten, eben 1,5 Jahre, um da auch in ihrem Kopf auf den wirklichen Punkt zu kommen, woran es jetzt wirklich liegt und ob ihr Ex was damit zu tun hat, ob es ihre Erziehung ist oder ob sie sich einfach selbst nur Angst macht. Gibt es denn zwischen euch überhaupt nichts oder schon so ein bisschen Fummeleien und Erotik und so? Richtig, das ist alles vorhanden. Das ist alles vorhanden. Richtig, aber wenn es dann eben drauf ankommt, es sind dann auch nur Tage möglich, an denen wir quasi beide einen schönen Tag hatten sozusagen, dass wir uns auch dann dementsprechend aufeinander konzentrieren und einlassen können. Mhm. Jetzt nach 1,5 Jahren und nach ständigem dann auch Misslingen ist das Ganze etwas komplizierter geworden. Mhm. Misslingen bedeutet, dass du mit ihr Geschlechtsverkehr ausüben möchtest und sie das aber nicht möchte und sich nicht drauf einlässt, oder? Also sie möchte das auf jeden Fall, nur sie kann sich nicht drauf einlassen. Mhm. Ja. Ja, und ich liebe sie halt einfach. Ja. Ist auf jeden Fall noch wert. Aber das Problem wird immer größer, von Tag zu Tag quasi. Richtig. Wo nichts passiert. Genau. Und das bleibt halt immer im Kopf und daraus lässt sich auch nicht so leicht lösen. Man vernachlässigt alles andere im Prinzip auch gleichzeitig. Aber auch das, was man bräuchte, um selbst die Kraft zu haben, sich umeinander zu kümmern. Bist du denn so innerlich auf Abwägen, dass du überlegst, vielleicht mal fremd zu gehen oder dir das eine oder andere Filmchen anzugucken oder weiß ich was? Ja, also gedanklich kann ich mich davon nicht trennen. Ja. Aber sie ist mir einfach viel zu viel wert, sie bedeutet mir einfach viel zu sehr. Und also Fremdgehen ist kein Thema? Ist kein Thema für mich. Ich könnte das mit mir, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ihr sowas anzutun. Ne? Ja, aber du onanierst schon? Sehr, sehr selten. Sehr selten? Ja. Warum? Ja, weil ich mich nicht darauf angewiesen fühle, weil ich das nicht... wie soll ich sagen? Ich bin da dann gar nicht richtig Mann insofern. Was? Du bist ja nicht richtig Mann? Insofern, nein. Meine Freunde werfen mir das im Prinzip auch schon vor, mit denen ich drüber gesprochen habe. Mhm. Aber oder sagen ja, das ist ja unnormal. Aber ich habe da einfach nicht mehr so ein Verhältnis zu. Nach dieser Geschichte mit den verlorenen Kindern bin ich in Sachen, da reicht mir das dran denken und alleine mich drauf zu freuen, dass ich dann mit einer Frau Liebe. Also ist das Hauptproblem, ist deine Freundin. Mhm. Was, ne? Das ist das Hauptproblem. Mhm. Ihre Blockade, was immer auch dahinter steckt. Ja, richtig. Wie alt ist sie? So alt wie ich. So alt wie du. Genau. Hat sie denn darüber sich mal geäußert, ob ich meine, es muss ja irgendwas Gravierendes sein. Ob sie sich vielleicht mal therapeutisch behandeln lassen würde wollen? Das
das ist jetzt das letzte Thema gewesen. Ja, deswegen rufe ich auch quasi dich an. Ich habe ihr das vorgeschlagen, dass wir beide da zusammen dann mal zu irgendeiner Art Therapie gehen, dass ich einfach mal aussprechen kann und da einfach mal hinten dran kommt, was es finde ich, ich sag's dir mal ganz schnell noch, finde ich im Prinzip sehr richtig und sehr gut in eurem Fall. Ja. Ich muss das Gespräch jetzt aber abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, okay? Das war dumm, ja, ich danke dir. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr